Sondern 13 Punkte Vorsprung, allen voran auf den Drittplatzierten sind sogar 21 Punkte, sieht schon wieder ziemlich deutlich aus, aber wer weiß, was da noch passiert, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Nach Möglichkeit wird dieses Rennwochenende nicht innerhalb der ersten paar Runden beendet. Wobei es schon ziemlich spektakulär war, was da los war. Im nach dem Michael Schumacher S. Wie der da oben in seinem Kasten steht. Ach. Hallo Rannstein, na, wie geht's dir heute so? Der Benetton wird vom BRR gejagt. Blöd ist, die werden sich jetzt behindern und das behindert uns dann. Schaut mal, wie nah wir sind. Vor der NGK-Schikane waren wir noch weit weg, jetzt sind wir schon fast am Getriebe des BRR. Das hält uns jetzt auf. Wie der Benetton den BRR aber auch überhaupt nicht vorbeilassen möchte. Jetzt kostet es massiv Zeit. Mal weg, ich kann das selbst. Geh weg, hau ab. Los, mach Platz. Wir kriegen das besser hin als du. Wobei er auch schneller sein wird als wir und er uns dann überholen möchte. Ging leider nicht ohne Berührung. Was hier los ist, ist cool. Das Rennwochenende gefällt mir jetzt schon. Und damit es auch fair ist, haben wir beide mal angestupst. Nicht nur den BR, am Ende auch den Benetton. Der Jensen. Das war der Rannstein. Ein anderer Rannstein. Wie cool, dass hier einfach zur Sache geht, das gefällt mir richtig. Hinten bietet sich noch ein Sauber an, zum Mitmachen. Der BRR ist immer noch nicht vorbei. Jetzt macht er sauber mit. Button hat sich immer noch. Hält sich immer nach vorne. Cool. Der
Ferrari ist auch nicht mehr weit weg. Gucken, ob jetzt jemand am hellblauen vorbeikommt. Nö. Womöglich fährt jetzt aber einer von den dreien rein. Womöglich sogar der Benetton und der BRR. Nur der BRR und der Sauber. Button hat also erfolgreich genervt. Die haben aufgegeben. ...26,7 deutlich unterboten, na sowas. Wir werden dann noch ein anderes Setup probieren, also wir fahren jetzt nicht allzu lange. Fast 2 Sekunden schneller und wir gerade auf die 3. Natürlich behindert uns der Arrows, vielen Dank. Wir kommen direkt rein. Ist jetzt bloß eine schnelle Runde gewesen mit diesem Setup, aber... das geladene Setup richtig grottig sein sollte mit dem Prost, dann können wir immer noch sagen, wir fahren mit dem Standard-Setup. Sieht das, was der im Rückspiegel macht? Der ist nämlich da, der Arrows. Jetzt entfernt er sich von uns. Einfach mal jemand gezeigt wird, auf dem Bildschirm da oben rechts. Wie ein McLaren in der Garage steht. Sehr spannend. Helix. Nicht Felix, Helix. Ah, der Teamkollege fährt raus. Obacht, was machst du denn? Lebensmüde bist du. Hab's gefunden. Das war Quatsch. Das ist zu viel für meinen Geschmack. 13, 15, ja, es klingt erstmal nicht verkehrt.
fertig. Kommt wer an, denn dass ich nach der Linkskurve vorbei? Oh, N. Giancarlo. Und der Teamkollege ist auch mit von der Partie. Der will gar nicht vorbei. Frenzen freut sich. Das war ungünstig. Hä? Das benutzerdefinierte Setup macht Probleme, weil es nur bis zum sechsten Gang geht und nicht den siebten verwendet. Ich habe doch nichts am Setup verändert. Also klar, ich habe den Flügelsalat geändert, aber doch nichts am Getriebe im Vergleich zum letzten Jahr und die Jahre zuvor. Ja, sagen wir mal Saisons. Ich war ja nicht auf Anschlag, das macht den Motor kaputt. Was ist das denn jetzt? Jeff, hast du an dem Setup rumgespielt? Ne, jetzt machen wir anders. Wir gucken erstmal nach, was hier eingestellt ist. Siebte Gang nicht verwendet. Mhm. 23, 64, 49, 64 merke ich mir mal. Versuche ich mir zu merken. 23, 49. Hinten ist immer 64, 23, 49. Jetzt ist da der Punkt drin. Machen wir 14, 15. Warum kommen wir jetzt nicht auf die Getriebeübersetzung? Uppala. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich hab doch voll eingelenkt. Das sind gerade sehr seltsame Minuten hier in der Eifel. Ein siebter Gang, juhu.
Mal gucken, was dieses Setup so bringt. Im dunkelblauen Fahrzeug. Na, ist ja schon mal nicht verkehrt. Da hatte ich jetzt auch einen Hänger drin bei der letzten Linkskurve im zweiten Sektor. Wir fahren noch mindestens eine weitere, also diese Runde. Das war nicht gut. Jetzt sind wir auch 2 Zehntel langsamer. Die nächste Runde werde ich auch noch probieren. Mal gucken, ob wir dann direkt reinfahren oder diese beenden werden. Diese nächste Runde. Genau 2 Zehntel langsamer. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Hätte man das Standard-Setup verwenden. Das war jetzt eher abkürzen, das war zu viel Randsteinspiel. Ja, ich habe gerade mal überlegt, ich werde zum Standard-Setup zurückgreifen. Mal gucken, wo uns dieses hinstellen wird, welche Startposition und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.